in dieser Episode von Street Garage TV zeigen euch, was hier unter der Haube steckt. Hey, Kai vom Street Magazin. Viele Leute haben sich gefragt, was hier im Street FN100 für ein Motor drin ist. Diese Episode handelt genau davon. Ursprünglich war es mal ein Sechszylinder-Auto, also rein Sechszylinder, wie er vom Band gelaufen ist 1954. Kam nach Deutschland mit einem 327er Chevy Smallblock, das ging eigentlich überhaupt gar nicht, und wurde dann für einen TÜV mit einem 351 Windsor umgerüstet. Der ist es auch nicht mehr, aber ungefähr der gleiche Hubraum. Damals 350 PS eingetragen, kaum zu glauben, dass man sowas eingetragen bekommen hat. Heute geht es vielleicht nicht mehr. Der Motor ungefähr das gleiche, ist aber ein 347er Smallblock Ford. Die Basis ist ein 5-Liter Motor, also 302er Motorblock von DSS Racing, den wir aus den USA rübergeholt haben, um daraus einen Stroker Motor zu bauen. Der Stroker Kit ist von Coast High Performance mit Probe Kolben. Stroker heißt im Grunde genommen 0,30 Übermaß im Block und dann entsprechende Kurbelwelle mit etwas mehr Hub, um dann auf diese 347 Kubikinch, also rund 5,7 Liter zu kommen. Wir schätzen mal 350 PS sollte locker haben. Also die Basis war eben genau dieser Block, 5 Liter Block, dann der Kit, ein Rotating Assembly, das heißt Kurbelwelle, Pleuel und die Kolben, um eben entsprechend dieses Hubraum hinzubekommen. Obendrauf ein paar AFR 185 Köpfe, das sind Köpfe, die mit dem Motor zusammen ungefähr 10,5-11:1 Kompression bringen. Die AFR Köpfe, wie man sie kaufen kann, sind CNC geportet, andere Köpfe sind SKs, also wie sie aus dem Guss kommen, hier wie gesagt nachträglich bearbeitet. Der gesamte Ventiltrieb stammt von Compcams, das heißt eine Roller-Nockenwelle, die Rollerstößel, Schlüsselstangen und dann die Kipphebel. Alles von Compcams abgestimmt für dieses Auto hier. Kann man so bestellen. Auf dem Motor drauf eine Edelbrock Performer RPM Airgap Spinne. Das ist eine Spinne, wo die Luft runter kann, damit das Gemisch schön kühl ist. Dann kommt eine ungefähr halb Zoll große Plastikplatte, um nochmal zu kühlen, damit das Gemisch, was durch den Vergaser durchgeht, halt eben vom Motorblock nicht aufgeheizt wird. Ist ja kein Vergaser mehr, ist jetzt eine Edelbrock Einspritzanlage, jedenfalls momentan. Wir hatten vorher einen 650er Holly Double Pumper drauf gehabt, also ein Spritzenlager wollte man auch mal ausprobieren. War ein Artikel im Street Magazine, habt ihr vielleicht gelesen. Die Zündung stammt von MSD, haben wir erst vor kurzem ausgetauscht. Ursprünglich war es eine Mallory-Zündung, die ist uns letztes Jahr kaputt gegangen. Die Firma Mallory gibt es nicht mehr, sie wurde von Holly aufgekauft, genau wie MSD. Und momentan verkauft Holly halt eben Zündung nur über die Marke MSD oder Acel. Ist ein Ready-to-Run-Verteiler, das heißt ein Verteiler, der auch ohne Zündbox auskommt. Das kombiniert mit einer entsprechenden Zündspule, auch von MSD, MSD-Zündkabel. Die Zündbox ist auch vorhanden, ist im Innenraum vom F100 eingebaut, braucht man nicht unbedingt, wie gesagt, läuft auch ohne. Ausgelassen wird das Ganze über ein paar ziemlich rostige Hetman-Header. Wir hatten ursprünglich ein paar schöne gehabt, die haben aber nicht gepasst, haben mit der Lenkung nicht harmoniert und entsprechend mussten wir ersetzen. Und da wir nicht wussten, ob das jetzt passt, halt eben erst mit unbeschichtet Beschichtung folgt. Obendrauf schön großer K&M Luftfilter, viel hilft viel und beim F100 hat man ja entsprechend auch viel Platz. Gekühlt wird das Ganze über einen dreireihigen Aluminiumkühler von No Limit Engineering, das ist auch die Firma, wo das Chassis von diesem Auto her ist. Hinten dran ein E-Lüfter, falls dann doch mal warm werden sollte. Das Öl schwimmt in einer Canton Racing Ölwanne, eine Road Race Ölwanne ist das, mit solchen Klappen, damit das Öl immer schön in der Mitte ist und auch in scharfen Kurven nie Öl fehlt. Die ganze Sache hat 7 Quart, das sind knapp 6,5 Liter, also mehr wie die üblichen 4,5 Liter, die so eine normale Ölwanne hat. Ja, das waren so die Details, sage ich mal. Die gesamte Verschlauchung stammt von Russell, gehört zu Edelbrock dazu. Mittlerweile sind ja einige Marken von anderen Marken aufgekauft worden, dieser Russell. Obwohl eigentlich eigenständig gehört, mittlerweile zu Edelbrock. Gut, das war's zum Motor F100. Ich hoffe, es hat interessiert und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Street Garage TV. Bis dann, ciao.